Ja, Pumpvorgang ist abgeschlossen. Der Mathematiker kann euch den neuen Stand sagen von irgendwas plus 15. Okay. Und ihr steht jetzt immer noch kurz vor dem Sturm vor Helmport. Irgendwelche Schiffe, die in der Nacht gesichtet worden sind, sind natürlich alle abgedreht, weil die legen sich nicht mit einer Arche an. Ja, was wolltet ihr jetzt tun? 28. Zaun. Ja, zum Kapitän gegangen. Jana, Ach Mann, Kapitän. da seid ihr. Ja, was gibt es? Euer Wohlgeboren. Wie wollt ihr eigentlich angesprochen werden? Ihr könnt mich Jala nennen. Es macht hier auf See keinen Unterschied, vor allem unter, ihr wisst schon, Ehrenmännern. Natürlich. Nun, Jalan, das sieht so aus, als werden wir bald in Helmport ankommen. Sobald dieser Vorgang hier abgeschlossen ist. Das ist richtig. Ich denke, es wird nicht mehr gar so lange dauern. Habt ihr schon einen Schlachtplan ausgearbeitet? Und Wäre vielleicht. wie ich bereits sagte, erst einmal wird Romilly und ihre Kameraden ein wenig Kundschaft betreiben, so dies denn möglich ist. Ach, Danach was werden wir verzeiht. weiter planen. Mein Gedächtnis. Der vorläufige Plan ist allerdings, dass wir herausfinden, welches Gebäude wohl die Schlafquartiere beherbergt. Nachts in den Hafen einlaufen und diese so lange mit Brandgeschossen behaken, bis sich nichts mehr regt. Alan wartet jetzt das saure Gesicht von Ahmad ab. Ja, der schaut auch ein wenig sprachlos rein. Anschließend geht die Infanterie an Land und wischt alles auf, was sich noch Widerstand leistet. Wir sichern den Ort und lassen zwei oder drei Mann leben, die erzählen können, dass Xeran den Angriff geführt hat. Hättet ihr vielleicht einige Minuten in eurer kostbaren Zeit, um euch einer kleinen Prüfung meinerseits durchziehen zu lassen? Bin mir nicht ganz sicher, ob euer Seelenheil noch sicher ist. Wenn ihr euch einen Zweikampf mit mir leisten wollt, könnt ihr das hinterher tun. Ansonsten Möchte keinen erwartet. Zweikampf mit euch machen. Ich möchte überprüfen, ob ihr noch bei klarem Verstand seid. Gut. Erwartet mich in einem halben Stundenglas in meiner Kabine. Oder auf dem Oberdeck, wie es euch lieber ist. Natürlich in eurer Kabine. Derweil werden dann die Söldner organisiert. Die Rotzen festgespannt, die Harpunale vor allem, die Munition, soweit sie lose rumliegt, wieder in ihre Fässer geschafft. Entweder in den Geschützturm oder unter Deck verbracht. Die Söldner selbst sammeln ihre Habseligkeiten auf, ziehen sich auch in ihre Quartiere. Und anschließend werden nochmal ein paar Unglückselige übers Deck geschickt, die alles, was lose rumliegt, verstauen oder festzurren sollen. Die gesamte Mannschaft bekommt noch eine Warnung, sie soll sich festhalten. Dann Evadai aus dem Befehl. Euer Gnaden? Der Vorgang abgeschlossen. Hi, Kapitän. Erzbibliothekar Doschek lässt vermelden, dass wir. Nun, er spricht von Handlungspunkten, dass wir wohl 15 Sch Meilen sprinten könnten. Ich würde davon abraten, aber wir können einiges an Distanz zurücklegen. Sehr wohl. Dann bringt uns durch. Und keine rauen Manöver. Du hast gar kein Rechnen. Weiß ich nicht. Ja, okay, Nun. ihr könnt dann durch den Sturm. Wollt ihr eure Geschütze vorher noch abbauen oder habt ihr mittlerweile dazu gelernt? Nee, wie gesagt, die werden festgezurrt. Wenn nochmal ein Karakil kommt, ist mir egal. Dann verlieren wir halt im Notfall einen Harpunal. Also die Munition wird verstaut. Das verlängert vermutlich die Ladezeiten. Das müssen wir in Kauf nehmen, aber die bleiben jetzt fest. Okay, entspannt vermute ich, nicht gespannt. Natürlich, natürlich. Ja, alles klar. Dann könnt ihr durch den Sturm durchbrechen. Das mit eurer Gezeitenspinne gar kein Problem und bleibt dann 30 Meilen vor Helmport stehen. Hinter dem Sturm. 30 Meilen, weil, naja, ab 30 Meilen könnte man euch von Land aus sehen. Vor allem waren 30 Meilen noch meine Ansage. Läuft also Richtig. alles nach Plan. Gut. Nachdem wir in der Sturm durch sind, wird. Ja, die Söldnerführer werden vermutlich ihre Männer alleine wieder ins Oberdeck begeben. Unten wird es reichlich eng sein. Die Geschütze werden wieder gespannt, die Munition herbeigeholt und Xerans Flagge gehisst. Ich muss zu meiner eigenen Schande gestehen, ich weiß nicht, was Xeran für ein Wappen hat. Goldene Krone. Dann einmal die Dämonenkrone in Gold. Was soll's sein? Genau, ansonsten auch noch mit dem Wappen von Mendena, das wäre dann das Tor über der Dämonenkrone. Ja.
ziehe meinen eigenen Wappenrock an und bereite mich schon darauf vor, nach der kleinen Aktion, die Ahmad gleich vorhat, ihm einschenken zu müssen, dass er entweder seinen Wappenrock auszieht oder nicht mitmachen kann. Und dann geht's in die Kabine. Wer auch immer noch was vorhat, jetzt ist vermutlich der Moment. Ja, du siehst, dass Ahmad dort schon bereit steht, den Rondrakam neben sich an die Seite gelegt hat, damit er griffbereit ist. Jalan kommt rein, schließt hinter sich die Tür. Wenn Myria da ist, scheucht er sie ohne Worte hinaus, nimmt dann seinen Hut und seinen Schwertgurt und hängt beides an einen bereitstehenden Haken. Hilal schaut gespannt zu. Und euer Gnaden, muss denn, bevor wir anfangen, muss denn euer Dienstjunge hier sein? Wo seid ihr denn gerade? Iribalgus-Kabine. Iribalgus-Kabine. Mein Schlafgemach. Dann zieht euch da doch bitte hin, benutzt die Top. Natürlich. Wenn es zum Kampf kommt, ist sowas wichtig. Kampf. Noch kein Barbar. Ja. Ich glaube, er meint nicht zwischen uns beiden. Ja, auf jeden Fall schaut Ahmad dich an und meint, ihr wisst, dass das, was ihr gedenkt zu tun, nicht nur ein Rondra Frevel, sondern ein Frevel aller Götter ist. Diese Leute sind zwar Soldaten, doch darf mit Brandöl zu töten. Ein Frevel, den alle Götter verübeln. Muss sicherstellen, dass euer Seelenheil nicht bereits den Dämonen in die Hände gespielt wurde. Ich will überprüfen, ob ihr einen Pakt mit einem der 12 Erzdämonen habt. Warte kurz. Arroganz 8, würfeln wir mal. Zum einen möchte ich doch wohl darauf hinweisen, euer Gnaden, dass oft und gerne mit Brandöl geschossen wird. Vielleicht nicht unter euresgleichen, aber bei der Reichsmarine ist das gang und gäbe. Nun. Zum anderen hat wer sich mit den Niederhöllen verbündet, keine Rechte mehr. Er ist weder satisfaktionsfähig, noch steht er unter dem Schutz von Pyros Gerechtigkeit. Und er wird auf Sicht getötet. Viele dieser Männer dort haben sich nicht ausgesucht, diesen Männern zu dienen. Man hat immer eine Wahl, wen man dient. Natürlich. Sich beugen zu lassen, ist eine Schande, die man lieber mit dem Tod beantwortet. Das sehe ich ähnlich wie ihr. Doch viele Leute sind im Herzen schwach. Schwach. Zu schwach, um gegen die, die sie unterdrücken, aufzustehen. Zu schwach, um ein Schwert in die Hand zu nehmen, um denen, die sie unterjochen, sich selber ins Herz zu treiben. Diese Männer, die wir dort, ihr gedenkt, dort zu töten. Und das noch ehrlos in der Nacht, ohne dass sie eine Chance haben, sich zu rechtfertigen oder zu wehren, ist in keinem Sinne eines der Götter. Was ihr tut, dient den Erzdämonen, denn sie schürt das Chaos. Jetzt hört aber mal, ihr seid nicht da draußen. Ihr wart nicht in Tobrien. Ihr müsst nicht sehen, wie es da aussieht. Ich werde alles Erdenkliche tun, um den Sieg über die Paktierer zu erringen. Ob es euch gefällt oder nicht. Ihr wusstet das, als ihr an Bord gekommen seid. Wenn es euch nicht schmeckt, könnt ihr gerne wieder von Bord gehen. Ich war nicht in Tobrien, aber das, was ihr tut, ist nicht besser als das, was die Paktierer tun. Ihr mögt keine Dämonen. Ich euch ja wohl gleich mit eigenen Händen vom Deck schmeiße. Wir triggern gerade alle Nachteile von Ahmad. Du warst in der dritten Dämonenschlacht. Ja, das muss man ihm aber nicht erzählen. Der Mann ist scheinbar wahnsinnig. Ich versuche gerade noch, mit ihm zu argumentieren. Ihr wart ein Mann, ihr seid ein Mann, ein Ritter, der mit gutem Vorbild vorangehen soll. Das, was ihr hier treibt, ist Schinderei und Schänderei, alles guten Rechtes. Und ich habe als Ritter geschworen, meine Heimat zu beschützen. Das tue ich, indem ich Xeran einen reinwürge, wo ich kann. Was ihr tut, ist euren eigenen Leuten, die früher euch gedient haben, die nun wahrscheinlich unterjocht werden von den Dämonendienern, einfache Bauern, einfache Diener eures Hauses, werden nun Sklaven dort sein, das ist richtig. Doch mit dem Feuer, das ihr dort schürt, werdet ihr auch diese töten. Es ist kein Recht darin, diese Leute. Wenn sie götterfürchtige Menschen wären, hätten sie die Waffe in die Hand genommen und gekämpft, anstatt sich zu verkriechen, bis sie zu ihnen kamen. Sagt euch bereits, Menschen sind schwach. Auch ihr seid schwach. Ihr nicht anerkennt, dass ich im Recht liege. Ihr klingt wie Blutschluck, und Blutschluck ist wahnsinnig. Passt also auf. Wahnsinnig, dass ich euch versuche zu erklären, dass was ihr tut ein Frevel aller Götter ist.
Das nennt ihr Wahnsinn. Nicht einmal Blutschluck hätte solch verrückte Taten gut geheißen. Ich weiß nicht, was ihr glaubt, aber das hier ist kein ehrenhafter Zweikampf, das hier ist ein Krieg und ich gedenke ihn zu gewinnen. Nun, Krieg. Ihr könnt euch ausduellieren, so viel ihr wollt in eurem Tempel. Geht wieder zu dem zurück, aber hier draußen herrschen andere Regeln. Diese anderen Regeln, diese, die ihr anwendet, haben auch nichts mehr mit einem Krieg zu tun. Das, was ihr tut, ist Leute umzubringen, die sich nicht einmal wehren können. Was hat das mit einem Krieg zu tun? Ihr tötet Leute, die nichts dagegen machen können. Ich töte Leute, die Helmenport bewachen. Das ist kein Krieg, das ist ein Genozid. Ich hab mir diesen Blödsinn lang genug angehört. Aus dem Weg. Ja, Ahmad bleibt weiter am Weg stehen. Ahmad, aus dem Weg. Kapitän, muss immer noch überprüfen, ob ihr mit den Dämonen im Bunde seid. Das könnt ihr hinterher tun, dafür habe ich jetzt keine Zeit. Nun, jetzt scheint für mich der geeignete Zeitpunkt zu sein. Ihr vergesst euch. Ich denke, ihr wisst nicht, mit wem ihr es zu tun habt. Ich denke, ihr wisst nicht, mit wem ihr zu tun habt. Einem Ritter, der seine Prinzipien vergessen hat. Einem Feigling. Oh, das habt ihr nicht nochmal gesagt. Nehmt das sofort zurück. Ahmad schaut dich einfach nur stur an. Wir werden das im Zweikampf klären. Morgen früh. Wenn einer von uns bis dahin noch lebt. Ich denke nicht, dass wir diesen Kampf heute hier machen werden. Dieses Duell, was ihr mir gerade angeboten habt, deswegen wird entschieden, bevor dieser Kampf in Helmport beginnt. Wie ich gerade sagte, ich gedenke diesen Krieg zu gewinnen. Und das kann ich nicht, wenn ich halbtot in die Schlacht ziehe. Nun, aber ich kann auch nicht garantieren, euch in die Schlacht ziehen zu lassen, wenn ihr mit den Dämonen im Bunde seid. Tut mir leid. Kann ich nicht. Ich rufe einfach mal laut. Wache! Ja, Poltern von Stiefeln und dann kommt Jagold herein. Ja, Herr. Ja, euer Wohlgeboren. Ich habe Ahmad hier gerade erklärt, dass es wohl kaum seinen Prinzipien entsprechen würde, wenn er bei der nächsten Schlacht dabei wäre. Beziehungsweise hat er versucht, mir dies zu erklären. Entsprechend möchte ich euch bitten... Das stimmt so nicht ganz. Ich sagte diesem Herr hier, dass er wahrscheinlich mit Dämonen im Bunde steht. Diese Anschuldigung fiel auch. Ich hielt es aber nicht für angemessen, sie vor Fremden zu wiederholen. Jedenfalls, da ihn dies auch wohl sehr grämen würde und ihn sein Gesicht vor seinen Mitgeweihten kosten würde, möchte ich euch bitten, ihn doch unter Deck zu den Zellen zu geleiten. Ahmad, überzeugen gegen die 7. Gegen die 7, das kann ich. Nein, Ahmad. Achso. Ahmad. Okay. Ah, das ist nicht gut. Kann ich das vorher mirakeln? Du kannst das mirakeln. Wunderbar. Dafür ist es da, du bist ein Gewalter. Oh, das sieht nicht gut aus. Plus 9 ist das. Und die 7, der geschafft. Tut mir leid, Herr Kapitän, wir haben neue Regeln und ich habe sie auch gelesen, er deutet auf den Anschlag genau an deiner Tür. Aber wenn ein Geweihter der Rondra sagt, dass ihr mit dem Dämon vielleicht im Bunde sein könntet, ich meine, ich habe selbst gesehen, dass ihr das Schwert ziehen wolltet, dass... Verzeiht mein Herr, ich kann das nicht tun. Ihr, Freund, ihr fallt mir in den Rücken. Ich kann keinen Geweihten der Rondra festnehmen. Nicht auf diesem Schiff, nicht hier, nicht so. So sei es also. Ja, dann greift den Mund von Schnattermoor, überdenkt eure Taten. Ich werde nicht gehen, bevor ihr euch nicht dieser Prüfung unterzogen habt. Ihr wollt ein Duell? Ihr könnt ein Duell haben. Ja, Gold. Ja, als Herr. Ritter seid ihr der nächstranghöchste Adlige auf diesem Schiff, nicht wahr? Ich bin mir nicht ganz sicher,
aber ich vermute schon, ja. Gut. Ich habe mein Gut verloren, aber nun ja, ein Ritter bin ich dennoch. Dann galt so, als hätte er zumindest aus meiner Sicht seine Gnaden Achmat sich der Befehlsverweigerung schuldig gemacht. Da ich selbst als Ankläger auftrete, werdet ihr wohl in einem ordentlichen Prozess richten müssen, falls es soweit kommt. Ja, mein Herr. Gut. Lass die Offiziere sammeln, wir klären das. Sehr gut. Ja, dann würde ich auch rausgehen. Und ich würde den Jagold Riedkötter vom Bärenhain ansehen, ihm einmal zunicken. Sagt, was haltet ihr von einer Strategie, Leuten, die sich nicht einmal wehren können, im Schlaf die Kehle durchzuschneiden? Das ist abscheulich. Genau dies hat euer ehemaliger Kapitän im übertragenen Sinne vorgehabt. Bloß, dass er sich nicht mal selbst die Hände schmutzig machen wollte. Seid ihr euch sicher? Nun, er wollte Brandöl auf Häuser verschießen, in denen Leute schlafen. Sie mögen zwar Diener der Dämonen sein, doch viele von ihnen sind es unfreiwillig. Ich bin mir sicher, ja. Mein Herr, das ist Krieg. Natürlich ist das Krieg, aber das, was euer Kapitän hier vorgeschlagen habt, ist ein Kriegsverbrechen. Das sieht weder Rondra, Kor noch einer der anderen Zwölfe so. Das klären wir auf dem Oberdeck. Natürlich. Ich lasse die Männer antreten. Ritter Jagold. Ich werde es euch nicht nachhalten. Ich danke euch dafür. Ich möge Praios recht sprechen. Damit geht er ab. Hat Ephadaios in der Zeit irgendwas vor? Vielleicht mit Romili oder irgendwas anderes. Hat Romili etwas vor? Romili an diesem Morgen noch einmal von einem der Medikus durchgecheckt wurde, auf jeden Fall in ihr Quartier gehen und schauen, wie es Aldare geht und gucken, ob vielleicht Elysia wieder aufgetaucht ist. Aldare geht's wieder gut, die wurde ebenso wie du behandelt und ja, nach dieser Vision, nach dieser Prophezeiung ist auch sie nicht guter Laune. Sie ist, sie war ja sowieso schon immer so ein bisschen depressiver, hat auch noch nie ein Vertrautentier gehabt oder hat es verloren, da warst du nicht ganz sicher, zumindest sie ist depressiv und ist es immer noch und noch mehr als vorher nach dieser Prophezeiung. Hat wohl wirklich an ihrer Seele genagt, diese zweite Arche, die jetzt diese Stadt angegriffen hat. Doch einfach zu ihr, plaudere ein wenig über eher belangloses Zeug und ja, bin ihr einfach ein wenig Nähe. Okay. Ephadaios? Irgendwann klopfe ich dann bei euch an der Tür. Ja? Romili? Ihr seid da. Oh. Kommt rein, Ephadaios. Und ich komme auch sicherlich nicht ungelegen. Und irritiert auf... Nein. Na, du erkennst es, Ephadaios. Also vielleicht hat er jetzt kein breites Grinsen auf dem Gesicht, aber er sieht sehr glücklich aus. Romili hat eher man könnte sagen, verheultes Gesicht. Sie hat auf jeden Fall gerötete Augen. Nun nicht. Ihr hattet wohl keine gute Nacht. Ich habe ihn wieder gehört. Mein Vater. Im übertragenen Sinne, er. Er hat mich noch nicht aufgegeben. Wir sind auf dem richtigen Pfad. Ich glaube, das alles wird sich gut entwickeln. Ich sehe Licht hinter den Wellen am Horizont. Den Sonnenaufgang. Das Ganze hier wird ein gutes Ende nehmen. Kann ich euch irgendwie helfen und euch und eurer Schwester? Noch einmal danke für eure Hilfe, Romili steht auf und umarmt dich. Wunderbar, dass euer Vater mit euch gesprochen hat, wie es sich so anhört. Ja, ich bin mit ihm geschwommen und ihm in der Gestalt eines Delfins. Ja.
Zu Hause bei den Zyklopeninseln war es, glaube ich. Und oh, ich kann es gar nicht mehr erwarten, zurückzukehren. Aber erstmal müssen wir hier noch klar Schiff machen. Bin sicher, wenn wir diese Aufgabe bewältigt haben, Ephadaios, wenn wir alle zu unseren Familien zurückkehren können, ja. Hoffe ich doch. Und irgendwann werde ich dann für meinen Sohn oder für meine Tochter oder für beide ein kleines Schiff bauen. Und dann werden wir zusammen raussegeln und tauchen und aus den Muscheln Perlen holen. Und habt Kinder? Nein, aber ich möchte gerne eines Tages Kinder haben. Ich hatte Sorge, nie wieder die Zyklopeninseln zu sehen. Aber jetzt... Ja. Ja. Omni lächelt noch einmal. Behalte deine Hoffnung, Ephadaios. Dann werden sich auch deine Wünsche erfüllen. Kurze Frage, damit ich das als Spielleiter weiß. Lügst du sie gerade an oder ist das echte Freude? Das ist echte Freude. Okay. Also, vor allem, weil du weißt ja auch, dass du bald Vater wirst. Ja. Ja, also das meinte er jetzt nicht, aber das hat ihn noch. Also, ja, okay, ich war mir nämlich gerade wirklich nicht sicher, ob das gelogen war oder ob das echte Freude ist. Nee, das ist echte rollenspielte Freude. Gut. Ja. Einfach daraus pack dich nochmal in den Arm, strahl dich an. So, wir müssen eine Stadt befreien. Wie sich ja. Oben freut, während unten alles zu scheiße wird. Es tut fast in den Augen weh. Die Tür geht einmal auf, du kannst sehen, wie Jargold drin stehst. Weiß nicht, hast du Romilly gerade umarmt? Ja, zumindest irgendwie sowas. Und ja. Jargold sieht mit sehr, sehr sorgenvollem Gesicht rein. Ah, hier seid ihr. Wir müssen jetzt Romilly klären. Romilly läuft rot an. Vor dem Angriff. Gut. Im Offiziersbesprechungsraum? Ja, genau. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Nee. Schön öffentlich. Ihr wirkt besorgt, Herr Ritter. Darf man erfahren, was ansteht? Das werdet ihr wahrscheinlich jetzt gleich selber erfahren. Kommt einfach mit. Gut, führt uns. Alle haben sich versammelt. Ihr könnt auf die Insel schauen. Hinter euch der tobende Sturm, die reißenden Wellen, die ihr durchschritten habt, als ob es nichts wäre. Vor euch das mittlerweile fast wieder grüne Maraska. Ein paar rote Sprenkelchen, die ihr noch sehen könnt. Ein paar Affenschreie, die herüberdringen. Vogel krächzen. Maraskan ist laut. Doch von diesem tropischen Eiland könnt ihr hier gar nichts spüren. Die Stimmung an Bord ist kalt. Jeder weiß, dass irgendetwas nicht stimmt und die Offiziere haben sich nach und nach um den Opferstein herum versammelt. Die Matrosen, die Seemänner, die Krieger, Söldner, Soldaten haben sich alle in einem Kreis um euch herum aufgestellt. Die Äste dienen hier als natürliche Grenze. Die Äste, auf die einst Bisfrabul Blutschluck gespießt wurde. Jargold Riedkötter steht in der Mitte, ebenso wie Achmat und Jala. Gut, dass wir alle hier versammelt sind. Eure Gnaden, Achmat Khada al-Bakra. Klage euch offiziell des Eidbruchs an. Ihr habt einen direkten Befehl eures Kapitäns ignoriert und euch ihm widersetzt. Da ich selbst der Kapitän bin, nominiere ich Jargold Riedkötter als ranghöchsten Adligen als Richter. Höre ich Widersprüche? Niemand sagt ein Tod. Euer Wohlgeboren, möge Praras Gerechtigkeit euch leiten. Nun, ich würde im Gegenzug eine weitere Anklage gegen euch richten. Jala angreifen und von Schnattermoor. Ihr habt euch das Kriegsverbrechen, zumindest der Planung eines solchen, für schuldig erwiesen. Dies ist im Sinne der Zwölfe zu sehen. Möge Praios, Rondra und die anderen Zähne sowie Chor über dieses Urteil schauen.
Ihr seid eine Schande für eure Zunft. Hütet euch. An Bord eines Schiffes, auch wenn es eine Dämonenarche ist, gilt das Wort des Kapitäns doch. Da dieser hier vor den Augen der Götter angeklagt worden ist, Kriegsverbrechen, muss dies ein Schiedsgericht klären. Wir werden hier zunächst auf den göttlichen Kampf, das Gottesurteil verzichten, sondern werden es halten wie in zivilisierten mittelreichischen Gegenden. Wir werden Zeugen aufrufen, Sachbeweise heranbringen, auch wenn dies in der Kürze der Zeit nicht möglich ist, aber so einer von euch Briefe oder etwas in der Art hat, das den Gegenüberliegenden der Lüge bezichtigt oder seinen Verrat aufbringen kann, so möge diese bitte vorzubringen sein. Ebenso werden sämtliche rechtliche Kniffe, die ihr vorbringen könnt, in das Beweisverfahren aufgenommen. Ihr dürft ein Plädoyer sprechen. Und damit beginnt der Prozess. Meine Herren, Sie dürfen jetzt sämtliche Zeugen nennen, die Sie der Tat B oder entlasten.